Alter! Ja, das testen wir gleich mal. Reicht. Du bist ja nicht sicher, ob es schmeckt, oder? Ja. Geschmacklich ist das echt geil. Wirklich. Schmeckt dein besser als mein? Zeig mal. Alles rein. Das hast du nur in diesen komischen Topf da gemacht? Hey Leute, ich bin's Tom. Wir kochen heute im Schwedencamp mal wieder was richtig Leckeres. Und zwar gibt es Grünkohl in seiner wirklich einfachsten, aber auch leckersten Form. Und nachher, wenn das Essen fertig ist, werden Fritz und Martin mal das Ganze probieren und ihre Bewertung abgeben. Also seid gespannt und bleibt vor allem bis zum Ende dran. Damit ihr das Ganze zu Hause relativ einfach und simpel nachkochen könnt, werden wir hier heute einen Grillanzünder verwenden, Holzkohlebriketts, einen kleinen Anzündkamin sowie den Dutch Oven samt dem Deckelheber. Alle, die immer dachten, dass Grünkohl super schwierig sei, ich kann euch entwarnen, es ist nämlich das einfachste Rezept, was es überhaupt gibt. Wir brauchen hier nur ein bisschen Schweinebauch, Kassler, Kartoffeln, Zwiebeln, den Grünkohl, etwas Schmalz und noch ein bisschen Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Im ersten Schritt werden wir die Holzkohlebriketts jetzt in dem Grillkamin entzünden, die ungefähr 20 Minuten durchziehen lassen, sodass wir dann schon starten können, den Grünkohl zu kochen. Während die Kohlen jetzt schon mal ordentlich durchheizen, fangen wir schon mal an, das Fleisch zu schneiden. Ich habe mir einmal ein bisschen Schweinebauch dabei. Das ist ein ziemlich fettiges Fleisch, das bringt aber auch hinterher einen Teil des nötigen Geschmacks mit sich. Das Ganze schneiden wir jetzt in mundgerechte Stücke. Im Prinzip ist die Größe schon fast egal, weil hinterher im Grünkohl ist sowieso alles verkocht. Da fällt es gar nicht mehr so doll auf. Ich würde trotzdem so, ich sag mal, ungefähr würfelgroße Stücke nehmen. Und vielleicht auch ein Messer, was schneidet. Das geschnittene Fleisch mache ich übrigens gleich in den Deckel des Dutch Ovens. Bei dem müssen wir hinterher sowieso auf den Topf drauf machen. Und dann ist das schon einmal dreckig und wir haben keine zusätzliche Schüssel, die wir zum Schluss abwaschen müssen. Es ist übrigens draußen ganz schön kalt und ein bisschen windig. Ich glaube, wir haben um die 0 Grad. Es fühlt sich aber so an wie minus 3 Grad oder so. Also es ist echt nicht feierlich. Mal gucken, wie dann der schöne Grünkohl nachher uns von innen auch wärmt. Nachdem wir jetzt den Schweinebauch geschnitten haben, geht es jetzt zum Kassler. Ihr seht schon, das ist hier ein ordentliches Stück. Und genau, das machen wir jetzt irgendwie in Stücke. Das muss gar nicht perfekt sein, weil zum Schluss sowieso alles verkocht. Ich sag mal so, so eine Größe ist völlig okay, das kommt hier einfach mit rein. Bei meinem Grünkohlrezept ist die Maßgabe 1:1. Das heißt, wir haben einen Fleischanteil und einen Grünkohlanteil. In meinem Fall sind das hier 2 Kilo Grünkohl und 2 Kilo Fleisch, sodass wir hier einen richtig ordentlichen Grünkohl hinzaubern können. Aber wir brauchen auch noch Zwiebeln, in dem Fall 4 Stück. Und die werden wir jetzt kleinschneiden und dann im Dutch Oven mal schön glasieren. Ihr seht schon, Grünkohl ist gar nicht so eine schwere Sache. Ich meine, das war jetzt Vorbereitung von 5 Minuten. Dann brutzeln wir das einmal zusammen, dann machen wir einen Deckel drauf für mehrere Stunden. Dann machen wir wieder auf und dann können wir auch schon essen. Also Zwiebeln gehören auch einfach zum Geschmack dazu. Ja? Ohne Zwiebeln schmeckt gefühlt kein Essen. Darum hauen wir hier mal ganze 4 Zwiebeln rein. Die sind auch relativ groß und ich denke, zum Schluss könnte das eine richtig runde Sache und vor allem eine leckere Sache werden. Aber wir werden mal schauen, wie Martin und Fritz quasi das Ganze schmeckt. Mit den Zwiebeln ist es so ähnlich wie beim Fleisch. Die Größe ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Hauptsache, nicht die ganze Zwiebel mit in den Grünkohl zu machen. Ich mache das jetzt hier ganz provisorisch und so frei nach Schnauze, dass ich sie einfach ein bisschen kleiner schneide. Und dann glasieren wir die erstmal gleich schön ab. Also, die Kohlen sind jetzt auf jeden Fall durch. Es ist schon ordentlich warm hier. Jetzt habe ich den Dutch Oven draufgestellt, sodass der direkten Kontakt mit den Kohlen hat. Und im nächsten Schritt werde ich jetzt schon mal den Schmalz hier reinmachen. Und dann schauen wir mal, wie heiß das Ganze schon ist. Also, wie man schon unschwer erkennen kann, hat der Topf hier auf jeden Fall schon einiges an Hitze. Der Schmalz schmilzt schon etwas. Und ich wollte jetzt einfach gleich schon mal die Zwiebeln hinzugeben und dann können die hier nämlich schon mal schmoren. Während die Zwiebeln im Dutch Oven jetzt schön glasig werden, zeige ich euch mal, wofür ich mich entschieden habe. Ich habe mich nämlich für Grünkohl aus der Tüte entschieden, beziehungsweise aus der Tiefkühlabteilung. Ich hatte schon zu Beginn des Videos gesagt, dass ich hier heute in der Autokitchen relativ simpel kochen werde, sodass ihr das zu Hause auch nachkochen könnt mit Sachen aus dem Supermarkt. Und genau, der Grünkohl ist halt auch nur aus dem Supermarkt, aus der Tiefkühlabteilung. Bevor wir den Deckel jetzt schließen, müssen wir noch darauf achten, dass wir hier genug Flüssigkeit im Topf haben. Und wie man sieht, hat der Grünkohl schon einiges an Wasser gelassen. Das ist für uns jetzt hier ein Vorteil, denn jetzt können wir einfach den Deckel drauf machen und dann quasi eigentlich nur warten.
Wie ihr seht, war das alles gar nicht schwer. Jetzt heißt es nur warten und Geduld haben. Es wird nämlich so ungefähr eine halbe Stunde schon richtig gut riechen. Und dann schauen wir mal in den Topf rein, was da schon so alles passiert ist. Salz und Pfeffer habe ich da jetzt nicht dran gemacht. Das liegt daran, weil das Fleisch im Grunde genommen schon würzig genug ist. Aber falls es nicht reichen sollte, können wir hinterher immer noch mal mit Salz und Pfeffer entsprechend abschmecken. Im Übrigen bestimmen die Kohlen unter dem Dutch Oven auch die Temperatur, die in dem Topf letztendlich herrscht. Wenn wir dem Ganzen noch eine Schippe drauflegen wollen, beziehungsweise irgendetwas im Dutch Oven gratinieren wollen, dann müssten wir oben drauf noch welche packen. Das würde ich aber vorerst noch lassen und wir schauen in einer halben Stunde einfach mal nach, was hier so passiert ist. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was hier gerade passiert ist. Und zwar ist es hier anscheinend viel zu windig für die Holzkohlebriketts oder irgendein anderer Grund spricht dagegen, dass wir die heute verwenden, weil die Hitze war ungefähr nach 15 Minuten schon weg. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt und deshalb habe ich hier schnell nochmal ein Feuer angemacht, denn wir wollen ja leckeren Grünkohl essen. Ihr werdet sicherlich aus eurem eigenen Leben kennen, dass nicht immer alles perfekt läuft. Genauso ist es hier im Schwedencamp auch. Ich finde es aber wichtig, das nicht zu vertuschen, sondern einfach auch ganz und offen und ehrlich mit euch zu kommunizieren, weil das ist hier die Realität und nicht irgendwie einen Hollywood-Film. So, jetzt werden wir noch schnell die Glut hier verteilen, dann den Dutch Oven nochmal draufstellen und dann einfach nochmal eine halbe Stunde warten. Ich selber habe im Garten aber auch schon oft mit den Holzkohlebriketts gearbeitet und es hat jedes Mal wirklich wunderbar funktioniert. Ich kann mir gar nicht richtig erklären, warum das jetzt heute nicht klappt. Ich will euch nicht entmutigen, probiert das ruhig wirklich gerne mal aus, denn im Prinzip ist es mit den Holzkohlebriketts viel einfacher als mit dem richtigen Lagerfeuer. Jetzt wird es nochmal allerhöchste Zeit, einfach mal nachzuschauen, um zu sehen, was im Topf alles schon passiert ist. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Wir haben auf jeden Fall auch noch genügend Flüssigkeit hier drin. Das ist schon mal sehr schön. Und wenn wir hier schon mal so einen Löffel rausnehmen, kann man sich das wahrscheinlich schon ganz gut gönnen, denke ich mal. Um das Ganze jetzt noch abzurunden, schäle ich noch ein paar Kartoffeln, werde die klein schneiden und dann noch 15 bis 20 Minuten mit in den Grünkohl geben. Und dann dürfte das Essen auch schon wunderbar fertig und vor allem auch lecker sein. Aber die zwei Kandidaten werden das Essen gleich mal beurteilen, denn Fritz und Martin sind gerade noch im Prepper-Camp dabei, da was aufzubauen, aber die werden sicherlich auch einen Bärenhunger haben. Wenn ihr den Grünkohl so richtig lecker haben wollt, dann esst ihn am ersten Tag nicht, sondern kocht ihn am zweiten Tag noch ein erneutes Mal auf. Und ich sage euch, dann wird es erst richtig gut. Aber ich kann auch verstehen, dass die Versuchung groß genug ist, beziehungsweise ihr der Versuchung einfach nicht widerstehen könnt. Bei den Kartoffeln ist es natürlich umso wichtiger, dass die jetzt wirklich hier im Grünkohl schwimmen, dass die auch garen. Aber ich denke mal, das kriegen wir ja ganz gut hin, denn hier ist noch genügend Flüssigkeit drin. So, Leute, es gibt jetzt Essen. Und zwar haben wir das Ganze jetzt ungefähr 2 Stunden kochen lassen. Und dann werden wir mal schauen, wie das den zwei Herren hier schmeckt. Denn heute sind mit dabei Martin. Und meine Wenigkeit, Fritz aka Flötenheini. Martin hat seinen Teller fallen lassen. Ja, Kacka hier dran. Und jetzt werden wir mal auftun. Wir müssen erstmal in den Topf reingucken, was hier so los ist. Ja, hallo, mit Kartoffelchen. Man kennt es ja, also ich bin ja bekannt als. Oh ja, sieht gut aus. Was denkst du? Sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Okay. Kartoffeln nimmst du auch. Reicht. Ganz ruhig. Du bist ja nicht sicher, ob es schmeckt, oder? Ja. Glaub mir, ich bin durchs Noobs Kitchen da waren, musste ich immer so. Machst du jetzt hier gleich einen Test oder was? Na, direkt instant? Okay, natürlich, komm. Aber es sieht unglaublich heiß aus. Aber also, es riecht schon mal wirklich gut. Wie gesagt, ich bin eigentlich anderes gewohnt, deshalb. Okay, gemerkt. Alter! Ja, das testen wir gleich mal. Ach übrigens, Leute, dieses Mal ist es auch nicht angebrannt. Ich glaube, diese Gulasch-Story von damals, die würde ich nie mehr loswerden. Aber hier sieht jetzt richtig gut aus. Bitte schön. So. Freunde der Nacht. Es ist angedacht. Es ist soweit. Es ist geil. Du musst es erstmal einzeln für sich wirken lassen. Ja. Erstmal ein Grünkühlchen. Ja. Mhm. Grünkohl, Kombination mit Kartoffel. Ist das ultra heiß. Kartoffeln hätten noch ein Mühe gekonnt. Aber Fleisch ist auf den Punkt, geil. Wie viel Kochlöffel werden Sie auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das höchste ist, geben? 8! 8. Es ist schon sehr geil, es ist schon sehr lecker, wirklich. Einziger Punkt Abzug ist bei mir, weil die Kartoffeln noch nicht fertig sind. Aber dafür kann er ja nichts. Das hätte noch einfach ein bisschen länger gekonnt. Ansonsten, geschmacklich ist das echt geil, wirklich.
Und das hast du nur in diesem komischen Topf da gemacht? Ob ich das auch hinkriege? Keine Ahnung, aber das wäre auf jeden Fall ein Experiment wert. Aber jetzt hier, ich bin fertig. Lecker. Acht. So, aktuell habe ich bisher eher so heiß geschmeckt. Schmeckt deins besser als meins? Zeig mal. Was? Hä? Hm. Ja. Schmeckt genauso gut. Hm. Ich steige bei einer 7,5 ein. Mhm. Ne, schmeckt wirklich gut. Das Einzige, was nicht so meins ist, sind die so fettklumpenmäßig, so von diesem Schweinebauchschwein. Das ist nicht so meins. Aber sonst bin ich voll dabei. Schön zartes Fleisch. Ne, Kassler zerläuft. Ast rein. Na, darf nur mal riechen. Wir werden es uns jetzt noch richtig schmecken lassen. Vielleicht essen wir den Topf sogar aus. Ich weiß nicht, wie viel Hunger die Jungs da noch haben. Aber es ist hier Stille. Also ich denke mal, es schmeckt. Wenn ihr das Ganze mal nachkochen wollt, findet ihr das Rezept übrigens auf meiner Internetseite. Schaut doch mal drauf, kocht das Ganze mal nach und schickt mir vor allem mal Fotos von eurem Experiment. Ansonsten sehen wir uns am nächsten Samstag um 8.30 Uhr auf meinem Kanal wieder. Hab bis dann erstmal eine coole Zeit. Macht's gut. Ciao. Nein, du kriegst gleich dein eigenes. Versprochen.